Der Titel in der Damen-Judo-Bundesliga wird wie bei den Herren im Rahmen eines Final-Four-Finalturniers vergeben. Ausrichter ist der Judo-Club Wimpassing Sparkasse, dessen Damen sich als Grunddurchgangssiegerinnen auch im Halbfinale gegen die Titelverteidigerinnen des Judo-Teams Shiaido durchsetzen konnten, und zwar ganz klar mit 11:3. Also die Saison ist einmal ganz gut verlaufen. Wir hatten natürlich einige Ausfälle, sind in den schweren Gewichtsklassen von Haus aus nur dünn besiedelt und konnten die Ausfälle heute nicht ganz so kompensieren. Aber die Damen, die da waren, die haben sehr gut gekämpft, und mit den Kampfleistungen kann man schon zufrieden sein. Für mehr haben uns schlichtweg die Leute gefehlt. Im zweiten Halbfinale behielten die Damen von Café Plus Co. Wien die Oberhand gegen die Damen des ESV San Yindo, und zwar mit 9:5. Ich muss sagen, wir sind eigentlich trotz der Enttäuschung des 9:5, der Niederlage, trotzdem sehr zufrieden. Die Mädels haben ein super Liga-Jahr gehabt. Wir haben sehr große Erfolge gemacht und wir haben einfach eine Nachwuchsgruppe. Die älteste ist 20 Jahre. Ich glaube, also es ist für die Zukunft einiges offen, und wir sind jetzt einmal ein lachendes und ein weinendes Auge, aber für die Zukunft, glaube ich, schaut es ganz gut aus. Damit sind wir auch schon im Finalduell zwischen den Gastgeberinnen des Judo-Clubs Wimpassing in den blauen Judogis und den Damen von Café Plus Q aus Wien. Der erste Kampf ist jener in der Klasse bis 48 Kilogramm zwischen Katharina Taferner und Jacqueline Springer. Taferner geht hier gegen die 17-jährige Springer auch gleich einmal mit einer Vasari-Wertung in Führung. Die junge Wienerin Springer kann aber kontern und gewinnt den Kampf vorzeitig mit Ippon. In der Klasse bis 52 Kilogramm stehen sich dann Sarah Strohmeier und Katharina Tanzer gegenüber. Auch hier kann die Wimpassingerin Strohmeier zunächst mit einer Vasari-Wertung in Führung gehen. Eine Führung, die Katharina Tanzer aber so nicht stehen lassen will, und ihrerseits kann sie hier eine Vasari-Wertung erzielen. Damit ist dieser Kampf 1 Minute und 15 Sekunden vor dem Ende wieder absolut ausgeglichen. Hilde Drechsler als Trainerin sieht dann auch, wie dieser Kampf in das Golden Score geht. Und hier gibt's dann eine Verwarnung für Strohmeier, und so gewinnt Tanzer diesen Kampf und bringt die Wienerinnen mit 2:0 in Führung. In der Klasse bis 57 Kilogramm lautet das Duell auf der Matte dann Lisa Grabner gegen Katharina Fabian. Ein Kampf, der sehr, sehr schnell zu Ende geht, denn Grabner kann mit einem Ippon den Kampf sehr zur Freude der vielen Zuschauer in der Wimpassinger Sporthalle für sich entscheiden und damit natürlich auch den ersten Sieg der Gastgeberinnen fixieren. Mit Tina Zeltner steht dann eine Nationalkaderkämpferin in der Klasse bis 63 Kilogramm für Wimpassing auf der Matte. Ihre Gegnerin ist Daniela Gangl. Der Zeltner lässt hier keinerlei Zweifel aufkommen, wer diesen Kampf gewinnt. Sie kann ihre Gegnerin am Boden fixieren mit einem Festhalter und bringt diesen auch über die Zeit. Tina Zeltner gewinnt also diesen Kampf gegen Daniela Gangl ganz souverän mit einer Ippon-Wertung. Und somit steht es im Finalkampf zwischen Wimpassing und den Wiener Samurais nach 4 Kämpfen 2:2. Klar, in der Favoritenrolle ist dann auch Michaela Poleres in der Klasse bis 70 Kilogramm. Die Nationalkaderkämpferin trifft hier auf Raffaela Findeis und macht gleich einmal kurzen Prozess. Findeis muss nämlich abklatschen. Wimpassing geht somit also erstmals in diesem Duell mit 3:2 in Führung.
Marlene Hunger könnte damit im Kampf der Klasse bis 78 Kilogramm den Hinrundensieg der Wimpassinger Damen bereits in trockene Tücher bringen. Ihre Kontrahentin ist Nages Moseni Faschbaff. Ein Kampf, der auch über lange Zeit relativ ereignislos verläuft und somit auch ins Golden Score geht. Und hier kann sich aber Moseni mit einer Vasari-Wertung den Sieg holen. Hier noch einmal in der Wiederholung, schön gemacht. Und somit steht es in diesem Finalkampf also 3:3. Die Entscheidung in der Hinrunde muss somit in der schweren Gewichtsklasse über 78 Kilogramm fallen. Und hier stehen sich Sarah Meierhofer und Eleftheria Theodorakis gegenüber. Auch dieser Kampf ist lange Zeit ausgeglichen. 30 Sekunden vor dem Ende gelingt Meierhofer aber eine Vasari-Wertung, womit die Wimpassinger Damen diese Hinrunde knapp, aber doch mit 4:3 für sich entscheiden können. Hier noch einmal in der Wiederholung die Entscheidung in diesem Schwergewichtskampf. Wie gesagt, Wimpassing führt zur Pause somit mit 4:3. Eine spannende Rückrunde ist also garantiert, wobei es in der Klasse bis 48 Kilogramm erneut zum Duell zwischen Katharina Taferna und Jacqueline Springer kommt. Und wie schon in der Hinrunde kann Springer auch diesen Kampf für sich entscheiden. Mit einem Festhalter bringt sie ihren Club Café Plus Co. also wieder auf 4:4 heran. Mit Nathalie Hunger schicken die Wimpassinger in der Klasse bis 52 Kilogramm dann eine neue Kämpferin auf der Matte. Sie trifft auf Katharina Tanzer, die aber wie schon in der Hinrunde keinerlei Schwierigkeiten hat. Die Wienerinnen gehen somit also wieder in Führung und zwar mit 5:4. Wunderschön gemacht, dieser Wurf von Katharina Tanzer. In der Klasse bis 57 Kilogramm stehen sich dann zum zweiten Mal an diesem Abend Lisa Grabner und Katharina Fabian gegenüber. Fabian geht hier auch mit einer Vasari-Wertung in Führung, doch etwas überraschend. Aber nach dieser Unachtsamkeit muss sie sich doch noch geschlagen geben. Lisa Grabner gewinnt diesen Kampf durch Ippon und somit steht es in diesem Bundesliga-Duell wieder 5:5, auch wenn hier erst nach Kampfrichterentscheid dieser Ippon gegeben wird. Tina Zentner soll in der Klasse bis 63 Kilogramm die Wimpassinger Damen damit wieder in Führung bringen. Ihre Gegnerin ist wie schon in der Hinrunde Daniela Gangl und wie schon in der Hinrunde zeigt Tina Zeltner auch hier in der Rückrunde ihre Klasse. Die 25-Jährige lässt ihrer Gegnerin aus Wien nicht den Funken einer Chance. Mit einem Festhalter gewinnt sie, wie schon in der Hinrunde, dieses Duell in der Klasse bis 63 Kilogramm. Und somit gehen die Wimpassinger Damen wieder in Führung und sind auch wieder auf Titelkurs. Den nächsten Schritt in Richtung Titel soll in der Klasse bis 70 Kilogramm Michaela Polares machen und zwar gegen Eleftheria Theodorakis, die von den Wienerinnen nun in ihrer angestammten Gewichtsklasse auf die Matte geschickt wird. Sie hat gegen die Nationalteamkämpferin Polares aber auch keine Chance. Sie unterliegt mit Ippon, schön gemacht von Michaela Polares. Wimpassing führt somit bereits mit 7:5. Den Niederösterreicherinnen fehlt somit nur mehr ein Sieg zum Titelgewinn. Ein Sieg, den
Daniela Poleres in der Klasse bis 78 Kilogramm holen könnte. Sie bekommt es mit Narges Moseni zu tun. Moseni geht hier aber gleich einmal mit einer Vasari-Wertung in Führung. Und sie legt dann auch noch eine Vasari-Wertung drauf und kann somit mit Ippon diesen Kampf vorzeitig entscheiden. Der erste Matchball im übertragenen Sinne ist somit abgewehrt und die Entscheidung muss in der schweren Gewichtsklasse über 78 Kilogramm zwischen Sarah Meierhofer und Raffaella Finders fallen. Sarah Meierhofer zeigt hier aber keine Schwächen, kann mit einer Vasari-Wertung in Führung gehen und legt dann mit einem Festhalter nach. Sie bringt diese Vasari-Wertung dann auch relativ locker über die Zeit und sorgt mit ihrem Sieg für den 8:6 Erfolg der Wimpassinger Damen, die damit ihren ersten Titel bejubeln dürfen. Ja, für mich ist es eine irrsinnige Freude. Die Mädels sind aus der gleichen Trainingsgruppe wie die Burschen. Die Burschen sind ja Tabellenführer momentan in der ersten Liga. Und wie die eingestiegen sind vor 4 Jahren und dann Sieg um Sieg gemacht haben, haben die Mädels gesagt, hey, das können wir eigentlich auch nicht. Wenn man die Mannschaft von heute anschaut, die hat ja bereits 14 Medaillen bei EM und WM. Also es ist ja kein Nobody in Wirklichkeit, sondern die haben nur noch nie als Team miteinander gekämpft, weil sie ja, die Ältesten sind Jahrgang 92, die Jüngsten sind Jahrgang 2001. Also es sind fast eine Generation, sage ich jetzt einmal, die da miteinander kämpft. Und wir haben die zusammengefügt und haben eigentlich bis jetzt noch nie verloren. Und für mich ist jetzt auch der Sieg heute keine riesengroße Überraschung, sondern sie haben einfach abgeliefert. Die Punktkämpferinnen haben das geholt, ganz souverän. Und man muss sagen, es war schon eine harte Konkurrenz. Also schon im Halbfinale haben die von Schiedo Wiener Neudorf clever aufgestellt, mir eine 4 Stärksten dort hingestellt, wo also die Punkte zum Holen wären. Sie haben nur die Rechnung halt ohne uns gemacht, dass wir auch wechseln können und das haben wir auch gemacht. Davor ist es relativ klar ausgegangen in der Vorrunde. Und im Finale muss ich auch sagen, also Kaffee und Co. Wien, nicht nur, dass sie stark gekämpft haben, sondern sie haben auch mit ihren Möglichkeiten gewechselt, dass man halt unseren Starken nicht unbedingt die Chance gibt, so zu punkten, wie es sein könnte. Und damit es so spannend war, ist mit 8:6. Ich bin unglaublich stolz und zufrieden. Also wir haben Wimpassing, die ja voll dagestanden sind, ja wirklich einen harten Kampf geliefert. War ja bis zum Ende unglaublich spannend und knapp. Und genau das wäre das Ziel und ich hoffe, dass unsere jungen Mädels das jetzt mitnehmen können, nicht so sehr enttäuscht sind, weil so ehrgeizig sind sie, sondern dass sie es Ansporn nehmen. Und unser erstes Ziel war, ins Final Four zu kommen und jetzt waren wir vom Final Four im Finale. Also schön, also ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Das Damenfinale ist geschlagen, war eine tolle Veranstaltung hier in Wimpassing. Für den Österreichischen Judoverband ist es ein ganz wichtiges Projekt, die Damenbundesliga, weil wir einfach mehr Mädchen zum Sport bringen wollen, weil wir die Mädels, die wir haben, länger beim Sport halten wollen. Wir haben tolle Vorbilder, Katrin Unterwurzacher, Bernadette Graf, Sabrina Filz-Moser natürlich, auch hier vom Verein in Wimpassing, Tina Zeltner, tolle Vorbilder. Und es gelingt uns noch zu wenig, dass wir einfach noch mehr Mädchen zum Judo bringen. Judo ist ein toller Sport für Mädchen und deshalb ist es ein wichtiges Projekt. Und wir werden das sicher weiterführen, auch intensiver mit der Unterstützung des ÖJV. Wir wollen noch mehr Teams reinbringen, es sind momentan nur 5 Teams. Und wir wollen einfach, dass dieser Bewerb einfach wächst, für die Vereine attraktiv ist, dass die ja wieder Sponsoren bringen können. Und so gesehen sehen wir da der Zukunft sehr zuversichtlich entgegen. Die Judo-Damen-Bundesliga-Saison 2017-2018 ist also Geschichte und sie endet mit dem hochverdienten ersten Titelgewinn der Damen des Judo-Clubs Wimpassing Sparkasse.